Na, gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt so vorstelle. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Talos Principle 2, Part 61. Tja, beim letzten Mal haben wir ja den Prometheus gerettet und ja, jetzt sind wir hier im westlichen Delta. Und selbst der Bürgermeister ist jetzt hier und die Pressevertreter und so weiter und so fort. Jo. Wir haben jetzt also jede Menge Unterstützung. Haha, nicht. Denn wir müssen nach wie vor alle Rätsel alleine lösen. Und so wirklich helfen die uns nicht. Yakut hat uns ein bisschen geholfen, ja. Bei Prometheus, der hat eine Kette gelöst, immerhin. Für uns und ja. Okay, jetzt geht's hier weiter. Okay, muss jetzt mal gucken, mich ein bisschen orientieren hier. Die Bäume wirken alle sehr tot, aber die Umgebung dennoch sehr lebendig. Weil hier die Vögelchen zwitschern. Nee. Das kann nicht sein. Das hat mich irgendwie wieder verlaufen. Wie kann man sich denn hier verlaufen? Das ist so unmöglich. Ja. Nee, die 3 ist offensichtlich hier. Okay. War jetzt so ein bisschen irritiert, weil es uns an den Anfang zurückführt. Aber, ja, wenn es so ist, ist es so. Aber das war nicht die 3, nee, das war die 1, ja. Ist ja ein bisschen verwirrend hier, die Wegfindung. Also meine Wegfindung in dem Moment. So, jetzt hier rüber, über den Steg oder so, ja. Okay, über den Steg. Ja, da leuchtet es doch schon, Mensch. Oh! Wer möchte denn hier? Das ist doch Melville, ja. Das ist eine unserer Mitstreiterin. Listen, I wanted to ask you something. From your perspective, as someone who's still new to our society, do you think New Jerusalem betrayed Athena? Ja. In einer Demokratie sind die Menschen nicht verpflichtet, ihre Anführer zu unterstützen. No. Nein, es war notwendig, sich von ihren Ideen abzuwenden. Neu-Jerusalem ist nicht monolithisch. Ja, das passt. It's not. You're right. And Byron and a handful of others stood up for Athena. But what did I do? Just kept working. The occasional sarcastic remark isn't resistance. It's not fighting for something. It's just thinly disguised apathy. Es war nicht deine Schuld. Du kannst die Geschichte nicht alleine ändern. Das stimmt. Wenn du glaubst, dass du dich geirrt hast, triff andere Entscheidungen. Ein wahr gesagt, als getan. Vergiss deine berechtigten Zweifel nicht wegen deinem Mitgefühl für Athena. Es war nicht deine Schuld, ja, genau, das würde ich sagen. That's true. But that doesn't mean I'm not responsible. We have duties as citizens. Oh, das schon. Ich hätte noch einige Fragen. Zurück zu den Rätseln. So. Nur doch einige Fragen, die er noch hat. Was denkst du über Bürgermeister Hermann Lewis als Anführer? Oh ja, das interessiert mich auch. He's tried to protect us from our own worst impulses. I understand that. I share a lot of his concerns, but he's gone about it the wrong way. Wo glaubst du ist Cornelius? Ja, den haben wir auch noch nicht getroffen. I don't know. I suspect he's around here somewhere, biding his time. But what he's waiting for? Ja. Not a clue. Auf uns vielleicht. Bis wir die Rätsel gelöst haben. Glaubst du, das Ziel ist ein Mythos? Yes, of course it is. Was müssen wir deiner Zukunft anfangen, ja? I don't know. If the future I dreamt of is too dangerous, then I need to find a way of being satisfied with what we have. Warum fiel es den Menschen so einfach, an das Ziel zu glauben? Because our ancestors were so full of themselves, they killed tens of thousands of species, including their own. Go have a look at the Dead City sometime. It's not far from New Jerusalem. That'll tell you everything you need to know. Ich sollte zurück an die Arbeit, genau. Ja, übrigens erscheint, oder ist schon erschienen. Eine richtig coole Mod für Portal 2, wenn ich das so richtig verstanden habe. Nicht für Portal 1, sondern für Portal 2.
Und die möchte ich mir schon nochmal gerne näher ansehen. Also wenn das hier, wenn ich das geschafft habe, also Talos Principle 2, dann wäre das vielleicht eins der Projekte, der ich mich... Oh, macht da nicht so einen Krach hier. Den ich mich denn widmen würde eventuell. Ne? Also Portal 2 ist ja auch ein sehr gutes Spiel. You know, when I decided that we should call ourselves human, I did that because it seemed like a powerful symbol of our continuity. But the truth is, and I'm ashamed to admit this, I thought we were better than them. I thought we understood the value of civilization, and we wouldn't repeat the same mistakes. But the simulation worked too well. We're not just like them. We are them. We really are. Oh. But that doesn't have to be a bad thing, Athena. We may have the same flaws, but we also have all the potential they did. Everything that Alexandra Drennan saw in them is also in us. I hope you're right. I really do. Ja, irgendwo sind sie sehr menschlich, das stimmt. Bis auf ihre Körper halt, ne? Automatische Türen. Aber Körper werden überbewertet. Nicht wirklich. Wir sind auf diese Gefäße angewiesen, leider. Das heißt leider. Sie machen uns ja auch verletzlich und empfindsam und sensibel für viele verschiedene Dinge. Natürlich auch für Umwelteinflüsse. So, okay. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Was da stand. Ja doch, automatische Türen hatte ich ja gesagt. Mensch, ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Jo. Soweit, so klar. Und den müssen wir jetzt auch anstrahlen. Und dann... Also müssen wir Türen öffnen. Ich verstehe. Na, die Tür kriege ich nicht auf. Der fährt hier nur bis hier. Ah. Ja, steht ein bisschen ungünstig. Ja. So klappt das. Oh, hat er das eine wieder gelöscht? Nochmal. Willst du denn abstellen? Müsste er jetzt nicht. Achso, nee, der kann ja nicht fahren. Ah, ich verstehe. Was ist denn da aufgegangen? Oh, das ist ja schon unser Ziel. Joa. Achso. Haben wir das schon? Nee. Wäre zu simpel, oder? Ah, nee, der strahlt ja. Moment, der strahlt ja. Ah ja, der strahlt ja, was wollte ich sagen? Rot weiter, ne? Deswegen können wir es erstmal nicht öffnen. Aber ist ja noch nicht schlimm. Können wir da hin? Ja. Na doch, ich glaube, ich habe es gelöst schon. Oh, das wäre zu einfach. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ja, doch. Müssen einfach nur tauschen, Leute. Die mach erstmal auf. Genau, dann muss nämlich der. Achso, das krieg ich dann nicht auf. Stimmt ja. Unschön, unschön. Wie mag ich das jetzt? Ich hatte gerade so eine schöne Idee. Ist wieder angekommen. Verdammt.
lösch erstmal. So. Oh, den Weg nur anstrahlen. So, nu? Das soll die Tür öffnen, ne? Ah, hier braucht er rot. Und ich kann ja nur eins. Automatische Tür, ne? Ja, das klappt denn. Ja, ich glaube, ich hab's gelöst, Leute. So. So. Achso. Das wollen wir auch noch öffnen, ne? Na, gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt so vorstelle. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Ne, das klappt nicht so. Das ist zu kurz, ne? Ach, schade. Hä? Das ist zu kurz, ja. Der schaltet ja nie an. Wo schreit denn der hin? Haftet gerade nicht. Das stimmt halt nicht. Nochmal. So. Ne, ich muss nicht mal löschen. Also das sollst du ne, anstrahlen. Ach so. Und zeigt er jetzt beide gleichzeitig an, Mick? Komm ganz durcheinander. Und das. Und das. So. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, ich habe da noch irgendeinen Denkfehler dabei bei der Geschichte. Na doch. Ah, eine Idee. Ja, sehr kurz, aber so wie ich mir das dachte eigentlich. Müsste ja trotzdem lang genug gehen. Um da schnell durchzuschlüpfen. Ja. Ducken kann ich mich hier nicht, wa? Ach, deswegen ist hier die... Ah, ich verstehe, damit ich denn da schnell... Also der Winkel ist sehr knapp. Ja. Yes! Haha. Okay, jetzt hier. Reicht aus. Perfekt. Coole Nummer. Geiles Rätsel wieder. Hat mir sehr gefallen. Sehr nett, sehr nett. Oh nee. Wow, die Mucke ist cool. Oh, ja gut, wenn wir uns sehen. Hey, can we talk for a second? Na, selbstverständlich. Wenn die anderen mit mir reden können, dann du erst recht, Junge. I'm still struggling. Oh, warum denn das? I was really hoping we'd find Miranda alive. No. Her way of seeing the world was so inspiring. And the idea that I can never get to know her, that she's gone. Yeah. I guess I've never really been good at dealing with death. Wer kann das schon? Maybe because it's so rare in New Jerusalem, except for pets, and even in that case, I find it very hard to deal with. Oh yeah, verständlich. I still miss my first cat, and it's been over a century since she died. Oh. Ja, ne, ist genauso schlimm, ne? Wenn ein Tier stirbt, das ist also gerade eins, was man sehr ins Herz geschlossen hat, also wie ein Hund oder so, ne? Oder eine Katze. Dann ist das hart, natürlich. Der Tod ist schwer zu verkraften, ist das so? Das ist so vollkommen in Ordnung. Damit. Also sich das einzugestehen natürlich, ne? Dass einem das schwerfällt. Das sollte man auch, denke ich. Man sollte es nicht verdrängen, man sollte eher offensiv damit umgehen, denke ich. Hatte noch nie mit dem Tod zu tun, aber es muss hart sein. Ja, stimmt, als 1K natürlich nicht, ne? Als Privatperson
Ja, natürlich, ne? Also ganz, ganz klar, hat man damit schon sehr oft zu tun gehabt. Der Tod ist schwer zu verkraften, dann sage ich eher das. When someone dies, it's this void. Oh ja. I know I should just let it go, but some part of me refuses. And I feel like that part, it hurts me, but it also keeps me human. Das stimmt allerdings. And I know it would be healthier if I said, okay, Miranda is someone I never met. She's just a bunch of glitchy old files. But if I do that, as rational as it seems, it feels like I'm surrendering something. Something that matters. Ja, was bringt es aber, sich da hineinzusteigern, ne? Dann lass dich nicht los, nutze den Schmerz als Grundlage, um etwas aufzubauen. Das klingt eigentlich erstmal vernünftig. Nicht loslassen, du bist noch am Leben. Du kannst jemanden auch ohne den Schmerz gern haben. Und damit hilfst du niemandem. Dann lass ihn nicht los. Genau, machen wir das. Klingt am besten irgendwie. I hadn't thought of pain as something you can use. Doch, kann es sein. If I can take the pain and use it, ja. Use it to create something. Richtig. Or to do something. Maybe that's a way of not surrendering to death. Ganz genau, ganz genau. Thanks, 1K. I'm really gonna think about that. Oh ja, da wieder viel zum Nachdenken. Irgendwie bringen wir ihn immer zum Nachdenken. Gern geschehen, aber ich wollte dich noch sonst fragen. Ja, gern geschehen, ich muss hören, ja. Of course, go ahead. Ah, was hat er noch für uns? Was hält denn er von dem Bürgermeister? I think he's done his best. I don't disrespect him, but I'm not sure he's leading us down the right path. Despite everything that's gone wrong here, I'm not sure we should just reject what the megastructure has to offer. No. Da hat er recht. Denkst du je über deine Zukunft, ne? On the one hand, there's so much we could do with the theory of everything. So many lives I could live. I have enough ideas for the next, I don't know, 20,000 years, easily. And that's just from 5 minutes of thinking about it. On the other hand, Miranda's gone. So much hope, so much grief. I don't know how to balance that. Nick Spruce. I hear he escaped Pellegrino and peed all over Melville's workshop. So apparently he's doing great. I miss him though. Oh. I always feel like the fact that he likes me is a huge compliment. Lifts me up somehow. Ja, Katzen sind ein bisschen wählerischer, glaube ich, ne? Was ihren Lieblingsmenschen angeht. Als Hunde. Hunde sind ja relativ schnell sehr zutraulich und alles, ne? Wobei gerade bei Familien oder so, da suchen sie sich auch immer ihren besonderen Menschen aus. Muss nicht unbedingt immer der Mensch sein, mit dem sie sich am meisten beschäftigen oder der sich mit ihnen mit am meisten beschäftigt. Ja, das ist kurios. Glaubst du, das Ziel ist ein Mythos? Ja, Sympathie ist auch nicht immer, ja, logisch zu erklären, ne? Ist halt einfach da und so wird es bei Tieren auch sein, ne? Erzähl mir etwas Irrelevantes, okay. Du hast ein Rätsel gelöst. Willst du gleich noch eines versuchen? Ja, das ist eine geile Idee. Nope, but at least I finally understand why Athena wanted to get out of the simulation so badly. Na toll, du bist keine Hilfe. Glaubst du, das hier ist ein Mythos? Honestly, I'm not sure how I couldn't see it more clearly before. It doesn't match anything Alexander Drennan believed in, and continuing Drennan's legacy was Athena's whole point. Erzähl mir das Irrelevantes. In the ancient year 1969, a band called Mellow Macarin wrote a psychedelic rock song about the Talos Principle. Geil. It's called Cretan Bronze Man's Flying Mystery Adventure. Das sagt mir irgendwas. Ein seltsamer Titel, ja. You should see the rest of the album. There's a song about a disembodied tongue called The Taste of Your Elbow. It's 15 minutes long and features an improvised tuba solo. Das ist gut.
I think you need psychedelics to enjoy it, really. Maybe if you stick your head inside a really large magnet. Das ist alles. Okay. Sehr interessant, Leute. Vielleicht kennt ihr das Album. Wie gesagt, ne? Tippt es gerne in die Kommentare immer, wenn ihr sowas wisst oder sowas schon mal gehört habt. Oder. Ja, das interessiert mich natürlich. So, wo soll ich denn jetzt lang? Hier abbiegen oder geradeaus gehen? Hm. 4 ist hier. Aber da kommen wir ja wieder zurück zum Bahnhof. Vielleicht ist ja 4 auch auf der Seite. Hm, ich guck mal hier erstmal. Oh, was haben wir denn da Interessantes? Ah. Sieht aus wie ein Zugang zu einem Bunker oder sowas. Zu einem Vault. Wie ein Fallout oder so. Aber auch nur oder so. Gegen den Verfall. Oh gut. Aus ausgewählten Archivdokumenten. Wir leben in einem System des Verfalls, das Ideologien des Verfalls hervorbringt, als die seine Existenz rechtfertigen. Egal mit welchen kulturellen Signifikanten sie verpackt werden. Diese Ideologien laufen auf das gleiche materielle Ergebnis hinaus. Eine Zukunft, in der es für den Durchschnittsmenschen von allen weniger gibt. Von allem weniger gibt, okay. Um Mark Fisher zu zitieren, es fällt uns leichter, uns den Niedergang der Zivilisation vorzustellen, als eine lebenswerte Zivilisation. Ja, stimmt. Jene von uns, die immer noch daran glauben, dass die Menschheit gedeihen kann, dass es einen anderen Weg nach vorne gibt als den absichtlichen oder zufälligen Verfall, leben bloß im Einklang mit dem System. Egal wie wir unsere Argumente formulieren, sie werden im Sinne der kulturellen Signifikanten wahrgenommen, die der Zuhörer ablehnt. Es ist eine zutiefst frustrierende, deprimierende, ja sogar ärgerliche Situation. Aber was können wir tun, außer geduldig zu erklären und zu hoffen, dass sich die Umstände ändern? Mit anderen Worten, was können wir tun, außer Vertrauen zu haben? Ja, wir haben keine Wahl, glaube ich, ne? Wir müssen das Beste hoffen. Dies wurde nur ein paar Monate vor der Entdeckung des Virus verfasst. Es blieb keine Zeit, um die Bedingungen zu ändern. Hm. Gründung. Hypatias Tagebuch Nummer 11. Aus Hypatias Tagebüchern, bla bla. Gründung von Jerusalem. Tag 882. Es ist eine Weile her, seit ich den letzten Tagebucheintrag verfasst habe. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht. In Neu-Jerusalem hat sich vieles geändert. Wir haben einen guten Teil der geplanten Wohneinheiten errichtet und der alte Lagerraum wurde ausgerechnet in ein Kino umgewandelt. Wir streiten also immer noch viel, aber jetzt geht es meistens darum, welchen Film wir als nächstes sehen werden. Auch andere Baumaßnahmen machen gute Fortschritte, obwohl uns die leicht zugänglichen Ressourcen langsam ausgehen. Unsere Plünderungsexpeditionen führen von Monat zu Monat weiter in die Ferne und die Sichtungen, von denen sie berichtet haben, klingen wirklich wunderbar. Eines Tages möchte ich das vielleicht selbst sehen. In dieser Hinsicht ist es gut, dass wir bald 2 neue Bürger bekommen, denn alle sind so beschäftigt wie immer. Mehr Hände, die uns beim Aufbau unserer Zukunft helfen. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. So, Trevor. Eine Audiobotschaft. How is this supposed to work? The system is meant to last centuries. Centuries! And yeah, Chernyshevsky's plan? Brilliant. Absolutely brilliant. But I'm working with hardware that was deliberately designed to fail. Okay. Planned obsolescence, baby. Optional. Selling broken garbage just to make another buck. A buck you can't even spend because in a few more weeks we'll be extinct. Was it worth it? That's the part that Alexandra doesn't see. The greed, the stupidity, the selfishness, the way that we created this whole situation in the first place. She wants you to be like us, but if you ask me, there's a whole lot of human history and behavior you can just throw away, chuck it in the trash, right? You have a chance at a fresh start. Make the best of it. So ist es. Oh, noch jemand will mit uns sprechen.
Komm gar nicht mehr zum Rätsel raten hier. Ach, das ist doch der Bürgermeister. What can I do for you, 1K? Könnte die Weltformel sicher eingesetzt werden? Let's assume for a moment that we could use it safely, which I doubt. Does that mean that we should? Is it right for us to dominate the world? We value our own freedom. Should we not also value the freedom of all the living things with which we share this planet? Wohl wahr. Apropos Gründerin, wer leitet die Stadt, während du weg bist? My chief aide Jeremy is in charge for now. It's good practice for him, in case he decides to run for office one day. Mhm. Apropos Gründerin. Not now. Let's have this conversation at another time. Okay. You still have a lot to do. Wohl wahr. Get to it. Lass uns einfach stehen. Aber könnte er nochmal angesprochen werden, okay? What can I do for you, 1K? Sind wir von Cornelius. Cornelius is responsible for many innovations. He helped create the designs for the upgraded body you inhabit. Oh. Although the founder chose to remain in her original configuration. But in recent years, he had settled into a life of quiet scholarship. Or so it seemed. Ich muss gehen. It's always a pleasure to speak to a citizen. Ja, du bist ja selber einer. Hier ist Prometheus wieder am Start, okay. Hier müssen wir wieder seinen Funken finden. Oh, er hat so Berge, jetzt liegt er erstmal. Oh je. Müssen wir also viel kraxeln. Finde mein Geschöpf, bevor wir gehen müssen. Das wissen wir ja. Gut, aber erstmal zurück zum Rätsel. Nummer 4. Haben wir so viel mit Lesen und Quatschen hier verbracht. Die Folge ist ja eigentlich schon fast jetzt vorbei. Ist das ein Bunker? Ja, hier ist der Bunker, okay. Na, den schauen wir uns auch noch an bei Gelegenheit. Aber ich befürchte nicht mehr in dieser Folge, das schaffe ich wohl nicht mehr. Das wird wieder so ellenlang, das möchte ich eher vermeiden. Was stand da jetzt? Das hat ja nicht aufgepasst. Surfen. Cool, surfen, ja. Ist ein schwieriges Unterfangen. Ach so. Was? Erzähl nicht. Nee, es geht nicht. Ja gut. Haben wir da rot. Rot bringt mir aber gar nichts. haben wir einen Umwandler oder sowas? Jetzt geht das Ding, ne? Ja. Das geht immer, okay. Aber das wird nur weitergeleitet und dann? Raff ich nicht ganz. Was soll mir das so bringen? Okay, Ja gut, ich muss jetzt erstmal fahren lassen, ein Stück. Nicht zu weit natürlich. So, das müsste reichen. Hoffe ich. Naja, wie ist denn das? Ja, das ginge, aber dann. Ja, das. Naja, nee, das ginge nicht. Weil dann kriegt er keine Energiezufuhr mehr. Na, holen wir uns erstmal den. Hä? Ach so, nee. Lösch mal. Na also. Erstmal ein nächster Eder. Was ist denn hier drin eigentlich? Nix. Nur der olle Zaun, der stört halt. Aber jetzt eigentlich nicht mehr. Moment. Ah, den müssen wir mehr.
hier platzieren. Ne? Ja, das müsste reichen. Hoffe ich, oder? Na, wir testen mal, dass hier klappt. Na, ich bin da. Falsch. Ja, genau. Hm? Warum geht das nicht auf? Oh. Aha. Gut, der muss das Ding noch ein bisschen weiterfahren. Kann man das nicht einfach schieben jetzt? Nein. Okay, also das Hexaeder steht schon mal richtig. Unsere Plattform noch nicht. Wie, das reicht noch nicht? Wie, jetzt fährt er wieder zurück? Blüb. Nee, das öffnet, das wird nicht. Raffi gerade nicht, aber ist egal. So, er steht ja drauf, aber hier tut sich trotzdem nichts. Braucht der eine doppelte Energieration oder was? Na, wir gucken mal. Ich verstehe das hier nicht. Aha. Scheinbar. Wie, das war's schon? Nee, oder? Nee, das war's noch nicht. Moment, hier haben wir jetzt. Warum brauche ich denn hier? Na, ich guck mal. Das Ding ist ja sowieso ein, oder? Ja. Ach so. Jo, ich glaube, ich weiß. Das war's, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Also hoffe ich. Ich kann es ja nicht gleichzeitig darauf stellen. Das haut nicht hin. Aha. So, jetzt noch dahin, genau. Er schwebt ja dann permanent da oben. Mal gucken, ob das hier klappt. Ah, nee. Warum? Was soll das? Schweinebacke. Aber ich kann das ja nicht zusammen damit, oder? Nee. Ja, dann schwebt der da und dann. Geil. Nee. Nochmal gucken, wie ist das Ding? Surfen, ja. Das muss nach oben, ja, das steht fest, aber. Wie kann ich denn jetzt den Strom hier unterbrechen? Haben wir jetzt hier alles? Nee. Nee, müsst den Hacker jetzt nicht. Verdammt. Ja. Den brauche ich auf jeden Fall. Ach so. Ja, ja, ich verstehe schon, was gemeint ist. Nee. Ich verstehe es nicht. Ich muss trotzdem den Strom irgendwie unterbrechen erstmal. Na, ich hole mal erstmal den Connector da raus. So, das hier zeigt den mich verrückt irgendwie ein Stück. Das ist doch verrückt. So, jetzt geht's wieder, ne? Ja, sehr hübsch. Genau. So, Dele. Wie können wir hier die Stromverbindung unterbrechen?
Ich lasse das jetzt mal aktiv. Ja. Jetzt müssen wir den wieder weiterfahren lassen. Naja, das ist trotzdem Saft. Ohne Ende drauf. Ach so. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden, Leute. Surfen, ne? Wie war das? Das. Das. Und was noch? Das ist nicht weiter, ne? Nee. Deswegen brauche ich hier die zwei Konnektoren. Quatsch. Ah, löscht das mal. Gut. Das. Das. Und das. So. Jetzt habe ich es erstmal verstanden. Was mit Surfen gemeint ist. Der soll da rauf. Na, mal sehen, ob er denn da bleibt, oh. Ja, ja, so. Na, siehste. Ist ja Quatsch. Was wollte ich da den Texter-Dings draufstellen? Ach, verdammt. Ich hab trotzdem ein Problemchen. Kommt der nicht darüber? Ah, verdammt. Ah, da ist jetzt offen. Jetzt komme ich aber nicht rein. Naja. Doch. Ne, das kriegt ihr nicht mehr runter. Doch, klar. Ne, warte mal. Nein, löscht das mal. Gut. So, ich soll erstmal wieder zurückfahren. Ich verstehe, was ich machen muss. Ich muss nur rechtzeitig da rein. Nein. Oh, nochmal. So. Na, ist jetzt wurscht. Und wieder steht das nicht. Ne, ich komme ja da nicht rein. Jetzt, wie war denn das? Könnte er denn hier permanent hin und her fahren? Ja. Ne, der kann nur einmal in die Richtung dann fahren, ne? Ja, irgendwie ist das jetzt doof. Da kommt der Strahl ja nicht hin. Oh, löscht doch mal den Scheiß jetzt. Der Strahl kommt ja nicht dahin, also, nur wenn er hier steht, wenn er bis hier fährt, dann komme ich da auch rein. Dann steigt er hoch, richtig? Oh, dann steigt er hoch. Gut, ich muss ihn erstmal zurückfahren lassen, ein Stück weit. Ja. Ne, der fährt ja nicht weiter. Der fährt nur mal hin und her. Na geil. Na, das bringt mir hier gar nichts. Leute, das ist ja trickier als gedacht erstmal. Ich glaube, ich mache mich ja... Machen wir das wäre zu kompliziert. Schick das mal erstmal nach oben. Dann kommt er nicht daran. Aber ich bin ja schon fertig. Ja. Jetzt stelle ich den anderen. Der Texter eh da einfach darauf und das war's, ja. Oh Mann, ey. Ich war schon fertig wieder mal. Ohne es zu bemerken. Tjo, Leute. Dann würde ich aber mal sagen. Oh. Okay. What impact do you think the megastructure will have on the future of this island? It depends on what we do with it. Miranda used it to spread life, to make things better. We can do the same.
And yet, poor Miranda lost her own life doing so. Dann mischt er sich mit ein. She couldn't wait to show everyone what they discovered. We can be more careful. Richtig, und in dem Sinne machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck, lasst euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst ein Like, gerne Norden da. Vielen Dank fürs Zusehen, bis bald.